Ja, guten Morgen, hallo. Es ist ein schöner Dienstagmorgen und ich habe vor, ein paar Kilometer zu wandern. Wer mich begleitet, werdet ihr vielleicht gleich sehen. Ich hoffe, dass er da ist. Und ich starte in Birkenfeld bei mir zu Hause. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mitkommen. Ja. Ja, gerade habe ich die ersten Kirschen gefilmt. Jetzt haben wir den 10. oder 11. Mai und schon Kirschen. Ich finde das arg früh. Aber trotzdem, schön ist es heute. Da vorne sieht man unser Ziel, den Monte Cervellino, der Berg dort. So weit wollen wir heute laufen. Mit mir kommt der Svante, er ist quasi ein Nachbar von mir, in der Nähe wohnt er. Und jetzt gehen wir gemeinsam Richtung Wallberg. Schauen mal, wie die Westtangente aussieht und sehen, was heute sonst noch weiter passiert. Ja, ist schon etwas steil. Oben. Ja, toll. Da hinten ist Birkenfeld, da kommen wir her. Thank you.
Fallberg. Und hier schauen wir nach Norden. Hier liegt das Industriegebiet Wilferdinger Höhe. Das ist das hier. Und ganz da oben im Hintergrund kann man den Odenwald erkennen. Links den Pfälzerwald. Am Rand ganz schwach eine Kontur. Müllacker mit dem Müllacker Sender hole ich euch etwas her. Da vorne der Wartbergturm und Pforzheim das Zentrum habe ich euch schon gezeigt. So, jetzt geht's weiter. Wir wollen durch die Wilferdinger Höhe durch auf die andere Seite der Autobahn. Die Autobahn könnt ihr hier im Hintergrund erkennen und dann machen wir einen großen Bogen wieder zurück nach Birkenfeld. Also, weiter geht's. So, das war jetzt der Ausblick vom Pforzheimer Wallberg und jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir wieder runter in die Richtung, wie ich schon erwähnt habe. Ihr hört bestimmt den Lärm hinter mir. Wir konnten ja die Autobahn nicht überqueren über den Autobahnsteig, weil er gesperrt war. Jetzt müssen wir an der Autobahn ein Stück entlang laufen und deswegen hört man hier im Hintergrund dieses ständige Geräusch der fahrenden Autos. Das wird uns jetzt ein Stück begleiten. Die Autobahnbrücke für die Fußgänger wird wohl modernisiert und ist einige Zeit gesperrt. Im Jahr 2020 soll sie wieder eröffnet werden, haben wir gerade auf dem Schild gelesen. Okay. Also ich mache gerade einen Grundkurs in Geocaching. Svante ist ein Spezialist, hat die Software hier auf seinem Smartphone und er erklärt mir gerade hier die in der Nähe befindlichen Caches, die man finden kann. Wir haben jetzt einen anvisiert, den suchen wir jetzt. Ich bin gespannt, ob wir ihn finden.
Wir sind gerade auf der Suche nach einem Cache. Wir müssen hier abzweigen und in den Wald rein. Das Wande hat die Koordinaten und läuft jetzt genau in die Richtung des Caches. Nur noch wenige Meter. Er ist ihm auf der Spur. Meine erste Cache-Suche war erfolgreich. Ich werde natürlich jetzt den Cache nicht zeigen, auch nicht, wo er versteckt ist. Aber wir sind erfolgreich gewesen und haben ihn gefunden. Und jetzt geht's wieder auf den Weg. Also das ist die Live-Karte, was hier in der näheren Umgebung alles in Caches versteckt ist. Das ist Umgebung 600 Meter, so ganz grob. Und wir waren bei dem hier, wo der blaue Pfeil ist. Klar, unsere aktuelle Lokation. Da ist ein Smiley dran, das heißt, den habe ich mal gefunden. Die Wahl, wo ein Smiley dran ist, die habe ich schon gehoben, also die da alle. Und das sind alles die, die jetzt in näherer Umgebung, die man hier finden würde. Okay. Wenn man wollte. Schön. Vielen Dank für die Erklärungen zum Thema Geocaching. Ich habe wieder was gelernt. Zu der ESA oder weiß der Herr was. Und das weiße Haus. Eine spanische Flakpanne. Das ist für ein Filmtitel. Kleines Hindernis. Ich guck mal da nur noch, vielleicht geht's da. Ja, ja. Jeder sucht seinen Weg. Wir haben es gefunden. Umspannwerk Birkenfeld. Da wird auch irgendwas erweitert. Keine Ahnung was. Thank you.
noch ein paar Meter und ich bin wieder zu Hause. Meine Begleitung ist jetzt auch schon zu Hause. Und jetzt gucke ich mal, ob es vielleicht bei mir im Kühlschrank was Feines zu trinken gibt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Lust habt, das nächste Mal kommt ihr einfach wieder mit. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut.